Yay, mein Maskottchen ist wieder am Start. Ja. Danke fürs Einschalten, meine lieben Zuschauer. Und hallo zu einem neuen Infovideo zu einem geplanten Zuschauertreffen von mir auf der German Comic Con in Dortmund. Die ist am 9. und 10. Dezember diesen Jahres. Ich war ja jetzt schon seit 3 Jahren kontinuierlich, seitdem eigentlich die erste jemals war, immer dort. Aber wie sich die Dinge halt so entwickeln, wollt ihr gerne, dass da ein Zuschauertreffen stattfindet, weil ich ja sowieso da bin und weil ja auch auf meinem anderen Hobby-Künstler-Furry-Kanal dort auch ein Vlog darüber gedreht wird. Und deswegen wollte ich das hier mal bekannt geben. Von der Planung sieht es wie folgt aus. Ich habe ja schon meine Tickets für die Veranstaltung, weil ich immer schon Monate vorher darüber überhaupt nachdenke, dass ich mir die hole. Auf jeden Fall werde ich dann für Zuschauer, die auch diese Convention besuchen, da sein an beiden Tagen. Ich bin nämlich von morgens 10 bis abends, es geht ja immer von 10 bis 18 Uhr und von 10 bis 17 Uhr, es sei denn, ihr habt so ein Early-Bird-Ticket, dann könnt ihr schon um 9 Uhr rein. Warum ist das überhaupt auch nicht an? Das ist voll professionell. Ich habe vergessen, die andere Softbox anzumachen. Yay, thumbs up dafür. Es geht sich darum, ich bin eine Zeit lang da als ich, also ohne Verkleidung da. Und die andere bin ich halt nur im Suit da, den ihr da seht. Der ist ja jetzt vollkommen fertig. Wenn ihr meinen zweiten Kanal noch nicht kennt oder nicht abonniert habt oder die Videos nicht verfolgt, da geht es alles um Thema Furries. Da lade ich jetzt ab und zu regelmäßiger Videos hoch und auch Tutorials, wie ihr euch sowas bauen könnt. Aber auf jeden Fall bin ich da als Mina unterwegs. Aber ich werde die ersten 2 Stunden so solo da sein und selber über die Con gehen, und deswegen habe ich folgende Zeiten dargesetzt, um sich dann mal zu treffen. Das ist jeweils am 9. und 10. einmal um 12 Uhr in diesem Artist Valley. Da stellen so die ganzen Künstler und Hobbyisten ihre Bilder raus und da sind die ganzen Stände und auch vom Cosplay, glaube ich, selber die Sachen, die sind dann da. Da werde ich dann noch einen Tag vorher oder ich denke mal an dem Tag selber auf jeden Fall Instagram und in Facebook posten, wo das genau ist, weil ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil in dieser Halle werde ich dann als ich selber warten, das ist ein bisschen komisch zu erklären, aber auf jeden Fall bin ich dann da ganz normal unterwegs. Ja, und den Niklas werde ich dann als Erkennung mitbringen und dann hier, dann wisst ihr, dass ich es bin und dann können wir halt... Also 12 Uhr, ne? Nicht vergessen, 12 Uhr im Artist Valley. Ich denke mal, das wird dann so eine Stunde gehen oder eine halbe Stunde, je nachdem, ob die Leute mich finden oder vielleicht habt ihr mich auch schon vorher gefunden. Das passiert nämlich auch sehr oft, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin. Aber ich habe mir auch danach gedacht, weil ich werde dann im Suit rumalbern und laufen und hoffentlich vorankommen und dann auch vielleicht andere Furries treffen. Ich freue mich da total drauf. Dann werde ich dann nochmal um 16 Uhr geplant erscheinen im Artist Valley und dann eben halt in den Kostümen. Also nicht meinen, dass jemand anderes mein Kostüm hat. Ich bin es selber, weil es halt meine Person und mein Charakter ist. Und falls ihr noch überhaupt gar kein Clou habt, was das sein soll, schaut doch auf dem anderen Kanal vorbei. Der heißt Meepaws, also nicht Miyuki, sondern Meepaws. Und da gibt es all die Wuschel-Feldzeug, was ich da noch plane, hochzuladen. Und das ist dann sozusagen das neue Fantreffen. Ich weiß oder ich denke mal, ich mache da keinen... Ah, wie soll man das erklären? Ich werde jetzt dazu, weil ich wahrscheinlich nicht die Zeit jetzt habe bei allen Veranstaltungen, wenn mich da die Leute getroffen haben und alles mit den Fotos und ihr könnt natürlich auch mit mir Fotos machen, wir können uns lange unterhalten, das ist ja auch gar kein Thema, nur ich habe dann die Zeit irgendwie Sachen zu filmen und dann selbst auch wenn du im Suit bist, das zu machen, deswegen wird auch wahrscheinlich nur von der Comic-Con ein Vlog auf meinem anderen Hobbykanal kommen, also auf Meepaws, und hier werde ich dann auch, denke ich mal, einen kleineren Vlog drehen, aber nicht so groß wie die anderen, die ich sonst immer über Conventions drehe, weil hier ja auch eigentlich die Heimtiermessen kommen. Und zudem, weil mich immer Leute fragen, bist du da und bist du da, bist du da, nächstes Jahr. Die Messen sind auch immer so ein bisschen kompliziert, weil bei Tiermessen zum Beispiel ist noch nicht im Anfang des Jahres irgendwie vermerkt, wo die sind oder wann. Okay, Interzoo könnte man sagen, aber ich werde dann auf jeden Fall auch dann eine Liste mal veröffentlichen, auch auf meinem Blog, wo ich dann genau bin. Weil ich muss ja auch mal gucken, ob es zeitlich passt, ob ich da irgendwie hinkomme. Jetzt kann ich ja auch die Bahn genießen und versuchen da immer rechtzeitig auch irgendwie was zu organisieren, damit ihr Bescheid wisst. Und nochmal zusammengefasst, 9. und 10. Westfalenhalle in Dortmund, Nordrhein-Westfalen, ist die German Comic Con in Dortmund. Nicht die in Frankfurt, nicht die in Berlin. Da will ich auch mal gern hin, aber naja, vielleicht ein andermal, ne? 12 Uhr an beiden Tagen einfach ganz normal mit mir hier dann treffen. Dann da im Artist Valley. Wo genau werde ich dann noch an dem Tag im Facebook und Instagram posten, damit ihr mich findet. Wie auf dem Japan-Dach, wo ich das gemacht habe. Wo auch dieses tolle Schild. Hier, das kann man jetzt gar nicht lesen. Da war voll das tolle Schild und super geplant und... Luft. Ich bin immer gut vorbereitet, ne?
Also das Treffen um 12 Uhr an beiden Tagen ist dann halt ein normales Treffen mit mir. Wir können uns über die wichtigste Sache der Welt unterhalten, und zwar Tiere, über euch selber, über meinen Kanal, über meine Wusitz momentan und was nicht alle ansteht. Und dann ab 16 Uhr an beiden Tagen werde ich dann im Suit für euch dann nochmal im Artist Valley sein. Und da können wir uns auch so treffen, vielleicht auch für die Furries, die selber nur mich im Suit sehen wollen, keine Ahnung. Könnte man das ja mal so machen. So, ich verabschiede mich dann jetzt hier mit Niklas, der wunderschön, das ist ein tolles Maskottchen, ich sag euch, ich Wunderbärchen hier. Den werde ich mir wieder versuchen hier zu befestigen, ohne dass er mir runterfällt, weil vielleicht sollte ich ihn auch einfach auf meinen Kopf setzen, aber es geht so nicht. Schaut mal. Das sieht aus, ey. Das war's dann jetzt von mir. Neues Feldtreffen in fast 2 Wochen. Na, eigentlich sind es 19 Tage, aber nein, ich freue mich trotzdem riesig mega drauf, weil die German Comic Con, die war bisher so eine tolle Convention. Es gab so tolle Kostüme. Ich hoffe, ich sehe auch den einen oder anderen Charakter. Und ich bin einfach nur happy. Ich hoffe, das kommt jetzt auch früh genug. Ich werde auch nochmal einen extra Post machen in Facebook und Instagram. Und jetzt kommen wir noch weitere Videos mit meinen Wuzzles, mit einem zukünftigen Wuzzel und Vlogs und alles pipapo. Und schaut bei Meepaws vorbei. Ich verlinke alles nochmal unten und am Ende. Und danke für auch alle Abos gerade, die total kommen. Das ist super. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.